Es war einmal eine niedliche Entenfamilie auf einem Bauernhof. Die Entenmama saß auf ihren Eiern und wartete darauf, dass ihre Küken schlüpften. Sie hatte 7 Eier, die bald soweit waren. Eines sonnigen Morgens begannen die Küken zu schlüpfen. Nach kurzer Zeit schauten 6 kleine Entenküken aus den Eiern hervor. Die Küken waren sehr aufgeregt. Sie quakten und liefen um ihre Entenmama herum. Das letzte und größte Ei war jedoch noch immer unversehrt und die Entenmama begann sich Sorgen zu machen. Sie entschloss noch eine Weile zu warten. Und schließlich schlüpfte auch das letzte Küken aus seinem Ei. Verwirrt blickte sich das kleine Küken um. Aber der Arme wusste nicht, dass seine Mutter und Geschwister noch viel verwirrter waren als er. Denn dieses Küken sah gar nicht so aus wie seine Geschwister. Er war viel größer und hatte graue und weiße Federn. Die anderen Küken begannen ihn auszulachen. Was für ein hässliches Küken du bist! Du siehst gar nicht so aus wie wir! Ich verstehe das nicht. Wieso siehst du so anders aus? Hässlich! Nach einer Weile waren alle Entlein größer geworden. Aber das hässliche Entlein war so viel größer als die anderen und seine Federn hatten ganz andere Farben. Du bist so schnell gewachsen. Warum nur siehst du so anders aus? Die Zeit verging und das hässliche Entlein wuchs zu einer andersartigen und traurigen Ente heran. Keins seiner Geschwister wollte mit ihm spielen. Wir spielen nicht mit dir, weil du hässlich bist. Auch all die anderen Tiere auf dem Bauernhof machten sich über ihn lustig. Hässliches Entlein. Na, 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 hässliches Entlein, hässliches Entlein. Aber die Entenmama versuchte ihn zu beschützen. Mein armes Entlein, warum nur bist du so anders als die anderen? Als die Tage vergingen, fühlte sich das arme Entlein ganz schrecklich. Die ganze Nacht weinte er leise und dachte sich, dass niemand ihn jemals lieb haben würde. Warum bin ich so hässlich? Warum kann ich nicht so aussehen wie meine Geschwister? Eines Tages kamen Jäger an dem See vorbei, an dem sie lebten. Die Jäger begannen, die Enten zu jagen. Die Entenmama war auf der Suche nach Essen für ihre Entlein. Und die Jäger erwischten sie. Da er nicht wusste, was geschehen war, wartete das arme, hässliche Entlein bis in die Morgenstunden auf seine Mutter. Der Arme wusste nicht, was er tun sollte. Er suchte Hilfe beim Hund, aber dieser war nicht besonders nett zu ihm. Muff, mach, dass du wegkommst. Ich kann mich mit so einer hässlichen Ente wie dir nicht sehen lassen. Dann ging er zum Huhn, aber auch das Huhn machte sich über ihn lustig. Sogar ich sehe besser aus als du. Das hässliche Entlein war sehr traurig. Niemand will mich hier. Wenn Mama nicht zurückkommt, dann habe ich keinen Grund, weiterhin hier auf diesem Bauernhof zu bleiben. An diesem Morgen verließ das hässliche Entlein den Bauernhof. Er schwamm zur anderen Seite des Sees. Alle Tiere, die er auf dem Weg traf, fragte er dieselben Fragen. Kennt ihr eine Ente, die wie ich aussieht? Kennst du eine Ente, die wie ich aussieht? Kennst du eine Ente, die wie ich aussieht? Aber alle gaben ihm dieselbe Antwort. Sie hatten noch nie so eine hässliche Ente wie ihn gesehen. Das arme Entlein ging weiter und gelangte an einen anderen See. Dort fragte er die Gänse dieselbe Frage.
Du solltest hier nicht bleiben. Hier sind Jäger in der Nähe. Bring dich in Sicherheit. Na los! Das hässliche Entlein machte sich weiter auf den Weg. Nach kurzer Zeit kam er an einen weiteren See. Hier war er ganz alleine. Niemand anderes war zu sehen. Wenn mich niemand will, dann verstecke ich mich hier für immer. Die Wochen vergingen. Und obwohl er ganz alleine war, war er glücklich. Eines Tages sah er einen Schwarm von langhalsigen weißen Vögeln am Himmel, die in den Süden flogen. Er sah sie voller Bewunderung an. Die sind so schön. Ich wünschte, ich wäre wie sie. Es war Winter geworden und der Schnee begann zu fallen. Dem hässlichen Entlein gefiel der Schnee sehr und er spielte darin herum, bis er über und über mit Schnee bedeckt war. Aber weil alles verschneit war, konnte das Entlein nicht zu essen finden. Also lief er herum und suchte nach etwas Essbarem. Ihm war kalt und er wurde sehr müde. Plötzlich kam ein Bauer vorbei. Dem Bauer tat das Entlein leid und er wickelte ihn in seinen Mantel ein. Du armes Ding, du bist ja halb erfroren. Ich nehme dich mit nach Hause und pflege dich, bis es Frühling wird. Der Bauer nahm ihn mit und kümmerte sich liebevoll um ihn. Als der Frühling kam, war das hässliche Entlein ein ganzes Stück gewachsen. Damit er wieder draußen in der Natur leben konnte, brachte der Bauer ihn zurück zu dem See. Nun war er wieder ganz alleine. Und nach einiger Zeit sah das hässliche Entlein sein Spiegelbild im Wasser. Er konnte kaum glauben, was er sah. Er konnte sich erst gar nicht erkennen. Er dachte, jemand anders wäre hinter ihm. Er breitete seine Flügel aus und sah, dass sein Spiegelbild das Gleiche tat. Er streckte seinen Hals und wieder tat es ihm sein Spiegelbild gleich. Ihm wurde klar, dass dieser wunderschöne Vogel niemand anderes als er selbst war. Oh, wie ich mich verändert habe. Ich sehe aus wie die schönen Vögel am Himmel. Ich muss sofort zurück nach Hause und mich zeigen. Und er machte sich auf den Weg. Als er über den See schwamm, stieß er auf eine Gruppe von Schwänen. Weil er einer von ihnen war, nahmen sie ihn in ihre Gruppe auf. Das hässliche Entlein schloss sich ihnen voller Freude an. Ein Junge am Seeufer rief seinen Freunden zu, als er die Schwäne erblickte. Hey, schaut mal, der junge Schwan ganz hinten. Das muss der schönste Schwan sein, den ich je gesehen habe. Ja, von Beginn an war er immer ein Schwan gewesen. Sein Ei war durch einen Zufall zwischen die Eier der Entenmama geraten. Aber jetzt war er bei seiner richtigen Familie und vor ihm lag ein langes und glückliches Leben.